Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin Benjamin und heute gibt es ein extra Video. Da ich zurzeit Januar 2024 aktuell Internetprobleme habe und nicht streamen kann, für jeden, der den Kanal noch nicht kennt, ich streame normalerweise zweimal die Woche hier auf YouTube. Leider geht das aktuell nicht, da meine Internetverbindung nicht schnell genug ist und sich der Provider etwas Zeit lässt, diese Probleme zu beheben. Nun möchte ich ganz gerne ein Fortschrittsvideo euch präsentieren, in dem ich euch quasi zeige, was ich bisher gemacht habe. Also ich habe ja quasi seit Weihnachten nicht mehr gestreamt, aber natürlich eine ganze Menge hier noch umgesetzt. Und das möchte ich euch hier in diesem Video zeigen. Und somit starten wir hier oben bei mir auf dem Donut. Da hat sich nicht viel getan. Wobei ich jetzt auch nicht ganz sicher bin, was alles für Fortschritte hier seit Weihnachten stattgefunden haben. Der See war, glaube ich, im letzten Stream auch schon fertig gewesen. Wobei fertig ist natürlich relativ. Der wird noch ein bisschen ausgeschmückt, aber das ist noch ein bisschen später im Programm. Aktuell arbeite ich sehr viel unter dem Donut. Und habe da auch schon eine ganze Menge Fortschritt gemacht. Was mir hier passiert ist, das blende ich euch gleich mal ein. Und zwar sind mir tatsächlich zwei Villager ertrunken. Und ein Ertrinkungsvorgang konnte ich quasi per Überwachungskamera aufzeichnen und im Nachhinein dann abspielen. Das blende ich euch hier einmal ein, damit ihr das mal nachvollziehen könnt. Ja, so war das. Fragt mich nicht, wie das gekommen ist, denn Villager können normalerweise gar nicht tauchen. Aber hier hat er irgendwie aus Erschöpfungsgründen oder andere Gründe, die ich nicht kenne, sich nicht an der Wasseroberfläche halten können. Dementsprechend, weil ich logischerweise jetzt keine Villager mehr habe, habe ich mir zwei neue besorgt. Auf dieselbe Methode wie beim ersten Mal könnt ihr im Stream nachsehen, wenn ihr da Interesse habt, und zwar mit Hilfe einer Hexe. Und die dümpelt hier auch noch rum. Ich habe mir mal gedacht, ich behalte sie mal so lange, wie ich hier tatsächlich die Villager unter Dach und Fach bekommen habe, ohne dass sie mir wieder sterben bzw. ertrinken. So, die Propeller, das war der letzte Stream gewesen. Da sind inzwischen schon die Kupferblöcke gut oxidiert. Da ist mir durch den Kopf gegangen, das werde ich demnächst angehen. Ich hoffe dann wieder im Stream. Und zwar haben ja Propeller, die alle in die gleiche Richtung drehen, den Effekt, dass sich das Objekt, was sich daran befindet, sich quasi mitdreht. Deswegen haben Helikopter ja hinten so einen kleinen Rotor, der quasi diesen Drehimpuls ausgleicht. Es gibt aber auch Helikopter, die haben zwei Rotoren übereinander, die sich gegensätzlich drehen. Und genau das möchte ich hier noch zusätzlich bauen. Und zwar kommt hier, mal nicht runterfallen, an die Unterseite auch nochmal ein Rotor ran, der sich genau in die andere Richtung dreht. Plausible Verbindung, ne? Hier ist ja der Antrieb drin. Der wird einmal nach oben umgeleitet, einmal nach unten umgeleitet. Und dann sind hier vier zusätzliche Rotoren dran, die dann jeweils immer um 90 Grad versetzt von mir angebracht werden. Und dann logischerweise in die andere Drehrichtung. Das kommt demnächst. Aber jetzt gehe ich erstmal mit euch nach unten. Der Turm wird hoffentlich auch bald abgerissen. Ich hoffe, der Nether wird bald eröffnet. Und ich hoffe auch, dass ich das streamen kann. Und dass es dann die Waystones gibt. Denn dann kommt oben in den Donut ein Waystone. Und der Zugangsturm hier wird abgerissen. Das Lager, was sich zurzeit noch hier befindet, wird dann auch oben in den Donut umziehen. Wie ihr hier feststellen könnt, habe ich eine ganze Menge Steinkisten. Zwei Andesit-Truhen, hier dann noch eine ganze Menge Stein, weil ich beim Abbau echt eine ganze Menge Stein produziert habe. Beim Abbau des Untergrundes.
So, jetzt sehen wir den Donut von unten. Und wie ihr euch vorstellen könnt, das soll ja so darstellen, zu verstehen sein, dass sich dieser Donut zuvor hier auf dem Boden befunden hat und sich das Dorf, was sich hier, was noch entstehen wird, sich quasi darüber erstreckt hat. Und dafür muss der Donut ja irgendwie im Boden gesteckt haben. Und dafür habe ich jetzt hier dieses Loch ausgehoben. Die Brücke habe ich noch im Stream gebaut. Da ist noch eine weitere hinzugekommen. Und auch den See, also alle beide Seen. Ich habe ja zwei, der kleine hier. Und dann noch den großen auf der anderen Seite. Die habe ich auch schon mit Wasser befüllt. Und dann hier runterfließen lassen. Und damit ich hier nicht so eine riesige Wasserlache habe, habe ich hier Löcher gebaut, worin das Wasser verschwinden kann. Ja, wie ihr seht, ich habe halt Internetprobleme. Ich brauche immer sehr lange, bis der Essvorgang abgeschlossen ist. Hier habe ich jetzt noch eine zweite Brücke gebaut. Diesmal nicht als Bogenbrücke oben rum, sondern als Bogenbrücke unten rum. Ja, ob sie gut aussieht oder nicht, muss jeder für sich allein entscheiden. Sekunde, ich wollte euch eben noch den See von der Innenseite zeigen, denn da habe ich mir ein bisschen was ausgedacht. Denn Wasser in Minecraft ist zwar ganz nett und schön, aber es fließt doch sehr eigenartig. Eher untypisch für die Natur. Deswegen habe ich hier einen kleinen Trick angewandt. Wie ihr sehen könnt, fließt das Wasser ja einmal hier so in eine Senke rein und da auch. Und das ist nicht so eine gerade Linie, die dann plötzlich nach unten stürzt. Ich zeige euch mal, wie ich das gemacht habe. Ui, schon 6 Minuten lang das Video. Und zwar habe ich hier blaues Glas eingesetzt und habe damit verhindert, dass das Wasser nach vorne strömen kann. Auch hier treppenweise nach unten das Glas. Und dann habe ich quasi an die Außenkante nochmal Wasserquellen gesetzt. Und es sind quasi nur die außenliegenden Wasserquellen, die in die Tiefe stürzen. Ja, wie ich finde, mir selber auf die Schulter klopfend, eine geile Idee. Dann ist hier ein Haus entstanden. Am Dach will ich noch ein bisschen was machen. Eine kleine Fischerhütte soll das sein. Sie wird doch nur rein dekorativ sein. Sie wird drinnen nicht eingerichtet werden. Das ist auch sehr klein. Hier die Fenster innen werden noch mit Leuchtsteinen gefüllt werden, so dass das dann aussieht wie beleuchtete Fenster. Und der Fischersteg braucht natürlich, das Fischerhaus braucht natürlich auch einen Steg, der sich hier quasi an den See anschließt und somit quasi hier einmal der Fischer an diesem See war. Die eine Hälfte des Sees ist halt oben im Donut und die andere Hälfte hier. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn da so ein riesiges Loch plötzlich da ist und der, aua, da ist noch eine Süßbeere, dann fließt das Wasser natürlich unten rein. So, dann ist mein Nachbar ausgezogen. Hier hatte sich ja noch ein anderer Spieler breit gemacht und wollte hier eine Western City aufbauen. Diese Chance hat er freigegeben. Und diese Gelegenheit habe ich genutzt und habe seine Mauer, die er hier gebaut hat, weggerissen, noch ein paar Bäume gepflanzt und die Chunks geclaimed. Dann war hier eine riesige Schlucht, die gibt es auch immer noch, nur eben verdeckt von den Grasblöcken hier. Oha, ich glaube, die sind für mich da. Ich habe schon lange nicht mehr geschlafen, wie mir jetzt gerade klar wird. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, meine Güte. Total aufgeregt. Hier ist der kleine See. Aha. Okay. Hat sich dann somit auch erledigt. Genau. Das war eine Schlucht. Die hat sich auch hier runtergezogen. Die habe ich zugebaut. So, als wenn es sie nie gegeben hätte. Kann ich euch gerade mal zeigen. Denn das wäre dann jetzt auch der letzte Abschnitt, den ich euch noch zeigen möchte. Nachdem ich das hier ausgehoben habe, habe ich das ein oder andere Loch dann auch zugebaut. Aber einen Zugang habe ich gelassen und den werde ich auch so belassen. Quasi als Zugang in die unterirdische Welt.
Muss ich auch mal überlegen, welche Richtung ich gehen muss. Bin ich mir gar nicht so sicher. Oh, das sieht nach einer Sackgasse aus. Das sieht nach einem Rundgang aus. Das sieht auch verdächtig nach einer Sackgasse aus. Ich ziehe mir mal vorsichtshalber die Rüstung an. Nicht, dass ich hier noch unliebsame... Aha, okay, hier geht es definitiv nicht weiter. Aber ich kann mal das Eisen gerade mitnehmen, wenn ich schon mal hier bin. Eisen kann man immer gut gebrauchen. Die Internetverbindung ist so derbe langsam. Da ging es, glaube ich, wieder hoch. Oder bin ich jetzt in der richtigen Richtung? Ah, ganz falsch, ganz falsch. Hier ist quasi kalt. Das ist ja völlig die falsche Richtung. Weiß ich nicht, ob ich hier noch mal in die andere Richtung komme. Oh, sieht gut aus. Nein, Sackgasse. Ja, offenbar habe ich hier eine ganze Menge unten ausgeleuchtet. Allzu viele Monster spawnen hier nicht mehr. Und ich bin auch schon am Diamantenfarmen. Ich habe also mein Treppenhaus, was ich in die Tiefe gezogen habe, erweitert bis auf Bedrock-Niveau. Hier ist der Bereich. Ah, ich glaube, das komme ich hier auch nach draußen. Ja. Hier musste ich mir mal einen Notausgang bauen, der nicht unweit von meinem Donut wieder rauskam. Da war eine Kupferader, weil ich am Anfang ja sehr, sehr viel Kupfer gebraucht habe. Und da habe ich Kupfer abgebaut. So, wo ist mein Glas? Oh. Mein Glasweg war knapp verpasst. So, jetzt zeige ich euch noch die letzte Sache, die jetzt auch nicht so spektakulär sein wird. Oh, ich bin am Verhungern. Und zwar meinen Keller. Da drüben. So, hier geht's in den ersten Höhlenbereich und jetzt habe ich hier quasi noch tiefer gegraben und angefangen, Diamanten zu schürfen. Bisher mit mäßigem Erfolg. Es sind gerade mal so an die 8 Diamanterze dabei rausgekommen. Hier quasi klassisches Strip Mining. Jo. Das war's von meiner Seite. Soll euch einen kleinen Überblick verschaffen, was bisher geschah. Und ich hoffe, dass ich bald wieder streamen kann und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.